Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Famorama Crew. Ja, willkommen zu einer Eventshow, nämlich von April 2017. Ja, in April gibt es dann wieder einige Events und natürlich auch Mini-Events. Ich würde sagen, starten wir einfach. Ja, am 30.03., also noch im März, ist ja ein Event gestartet, nämlich Farm Neue, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und das geht noch bis zum 5.04. Und ja, da müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Dann vom 30.03., also auch noch vom letzten Monat, bis zum 3.04. geht dann noch der Erntehelfer-Monatspaket. Da kann man sich das Ganze für 9,99 holen, das ist hier falsch, aber der eine Cent macht es jetzt auch nicht aus. Ja, dann gleich am Anfang vom Monat, nämlich am 6.4. bis zum 10.4. wird ein Grusel-Event kommen, und das ist irgendwie nicht die normale Länge eines Events, sondern das ist kürzer wie sonst. Ja, ich bin kein Riesenfan von diesen Grusel-Events. Es gibt leider noch keine Bilder, deswegen hier dieses Fragezeichen. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist es ja ein cooles Event und nicht so dumm wie Nachtflug. Ja. Dann vom 7.4. bis zum 9.4. ist dann der Setzling Day plus einer permanenten Quest natürlich. Ja, da sind echt geile Bäume dabei. Einmal dieser neue Baum hier, ich weiß leider nicht, wie der heißt, also für die normale Farm. Hier sehen wir dann auch nochmal dieses 15er Bündel und dann weitere Bilder, und auf der Rechtsseite sehen wir dann den Tiki-Rätselbaum, den neuen. Der schaut auf jeden Fall richtig geil aus, aber was das jetzt für einer ist, keine Ahnung. Aber der schaut ähnelt sehr dem Akazien- und dem Pinienbaum. Von der Krone her. Ja, und da gibt es das 30er Bündel, das gibt es da auch noch, aber da habe ich jetzt irgendwie kein Bild gefunden. 15er Bündel noch, und ja. Dann neu und alt, das schauen wir uns auch mal an. Also neu dabei ist eben der hier und Akazie XL sowie XXL. Zum letzten Mal dabei ist Ach, das ist ja Ding, Barmer, genau. Zum letzten Mal dabei ist dieser Durian und Mangostan XXL. Bei den Rätselbäumen neu dabei ist die Schlehe XXL. Die schaut da irgendwie... Ah, nee, der Bergwacholder. Mega geil. Alter, der ist geil. Und hier dann auch eben der neue Baum. Und zum letzten Mal dabei ist der Blauregen und Speierling XL sowie XXL. Ja, vom 12. bis zum 18.04. gibt es dann ein Oster-Event. Leider gibt es noch keine Bilder. Schade, schade, schade. Also ich habe jetzt noch nichts gefunden. Aber ich weiß, wie das Drop-Item ausschaut. Nämlich genauso wie vom Weihnachts-Event vom 2016er. Nur halt anstatt diesem Stern ein Osterei. Ja. Renzus Yama kommt auch wieder, nämlich vom 17. bis zum 20.04. Freue ich mich ehrlich gesagt wieder richtig drauf. Neue Preise? Nein, also ich glaube nicht. Denn die wurden ja erst vor zwei Jahrmärkten neu eingeführt. Aber es kann ja sein, dass neue kommen. Das ist nur meine Vermutung jetzt. Ja. Ein Mini-Event vom 18. bis zum 20.04. nämlich Doc Mac Box Stall Sino. Ja, wird, denke ich mal, wenn wir Zeit haben, auf jeden Fall ein Video zukommen. Da haben wir nämlich schon richtig Bock drauf. Leider ist das Ganze sauteuer. Aber wir werden ein paar Runden für euch spielen. Und welche Stelle da dabei sein werden, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass da irgendein spezieller Stall dabei sein wird, den es so noch gar nicht gibt, sondern dann eben nur bei MacBook zu holen ist. Ja.
Leuchtkieferfestival, das ist das vierte. Vom 19. bis zum 24. Ich freue mich, aber muss nicht sein. Also 13 genügend, viertes. Mal schauen, wie die Items und so weiter ausschauen. Das allererste Leuchtkieferfestival war immer noch das Beste. Ganz ehrlich. Aber ja, teilnehmen werde ich auf jeden Fall. Dann vom 21. bis zum 23. ist dann der Recyclomat. Also das ist während ein Osterevent. Das ist ja eigentlich nur auch so ein Event für nebenher. Da gibst du einfach deine Dinger hier ab, Nublion-Batterien oder wie die heißen. Und dann kannst du dir deine Farmtaler holen. Aber es ist was Neues mit dabei. Eine neue Stufe, nämlich XL. Davor war es immer nur SML und jetzt gibt es noch XL. Ja, wieso nicht? Also kacke ist es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Recyclomat. Kann man endlich mal wieder ein paar Farmtalerchen erspielen. Ja, und im Shop ist jetzt auch wieder im allerlei Warenshop ist ja wieder was geändert worden. Nämlich neue Preise. Die alten Bäume sind da raus und kommen neue. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Vom 25.04. bis zum 30.04.2017 ist dann eben ein Zuchtevent. Das hier ist eine Vermutung von mir, ein Gerücht. Schmetterlingsstall rot. Ich will ja unbedingt, dass die Schmetterlingsstallzucht kommt. Ich glaube aber nicht, dass es eine Schmetterlingszucht sein wird. Sondern dieses Drecks wilde Farmwelt. Sorry, dass ich es jetzt so sage, aber wilde Farmwelt ist eine reine Abzocke. Da ist so dermaßen viel an Superfutter gefragt. Das ist unglaublich. Das allererste wilde Farmwelt war mega geil. Dann die, was danach kam, waren so teuer. Und jetzt habe ich beschlossen, ich mache da nicht mehr mit. Aber da muss ich dann wohl oder übel mitmachen, weil ich den Schmetterlingsstein-Farmerama mega geil finde. Hier hinten kann man ihn leicht erkennen, aber ja, nicht wirklich. Ja, das ist also der Monat April 2017. Viele, viele Events dabei. Stalsino, Recyclomat, Osterevent. Es hat ja geheißen, dass das Osterevent, dass die Außerirdischen kommen, scheint nicht so zu sein. Ich denke, es wird eine Wunderranke zu holen geben, bei denen es dann eben um Außerirdische geht, die man dann mit Echtgeld kaufen kann oder die Items so einzeln mit Tulpgulden kaufen kann. Ja, was haltet ihr vom Monat April 2014? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit Öl.